Moin Leute, was geht? In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei CS2 mit euren Freunden private Matches starten könnt. Unter anderem für 1v1s oder was auch immer ihr machen wollt. Hierfür müsst ihr als allererstes auf die Seite vpn.net und Hamachi downloaden. Wenn ihr das gemacht habt und Hamachi installiert habt, geht ihr da drauf und drückt auf neues Netzwerk erstellen. Es kann sein, dass ihr erst ein Hamachi-Konto erstellen müsst. Falls ihr eins habt, loggt euch damit ein. Klickt auf Netzwerk erstellen. Dann gebt einfach einen Netzwerknamen ein. Ich schreibe hier Geist118. Passwort mache ich Geist und Geist. Dann erstellt ihr einen Server. Als nächstes geht aufs Team, auf Counter-Strike rechtsklick, auf Verwalten und lokale Dateien durchsuchen. So, hier geht ihr auf Game, auf Bin, auf Win64 und hier sucht ihr cs2.exe. Klickt hier mit Rechtsklick drauf, auf weitere Optionen und Verknüpfung erstellen. So, hier müsste dann eine Verknüpfung sein, die ist hier. Die ziehe ich mir aufs Desktop. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, dann müsst ihr diese Endung hier kopieren, die packe ich in die Videobeschreibung. Klickt Rechtsklick auf die Verknüpfung auf Eigenschaften und hier bei Ziel habt ihr am Ende Echse und dann diese Gänsefüßchen. Dahinter macht ihr ein Leerzeichen und fügt diese Endung ein. Das Ganze übernehmen wir, klicken auf OK und danach starten wir diese Verknüpfung. Und es öffnet sich dann so eine Entwicklerkonsole. Hier wartet ihr, bis am Ende steht Host Activate Loading DE DAS 2. Wenn das nun da steht, dann geht auf Steam, öffnet CS2. Hier öffnet ihr dann die Entwicklerkonsole und schreibt hier rein Connect Leerzeichen Local Host. Klickt auf Enter und ihr lädt in die Map rein. Sobald ihr in der Map seid, Leute, spawnen hier eine Menge Bots und ihr könnt die natürlich kicken, aber das geht nicht über die Entwicklerkonsole im Spiel, sondern ihr müsst auf die Verknüpfung gehen, auf die Entwicklerkonsole und hier könnt ihr dann die Commands eingeben, zum Beispiel hier Bot-Kick. So, jetzt sind alle Bots raus. Und hier könnt ihr halt alle Einstellungen einfügen, die ihr wollt. Wenn ihr im besten Fall eine Config schon habt für 1 gegen 1 oder Practice Maps oder was auch immer, dann könnt ihr die auch laden. Ich habe auch eine. Und zwar ist es die Exec1v1. Wenn ich dann drauf drücke, dann lädt das nochmal neu. Und eure Config ist hier eingestellt. So, wie ihr seht, ich kann auch überall kaufen, alles passt. Und Noclip ist auch an. Und jetzt zeige ich euch das Ganze aus der anderen Perspektive, wie euer Freund in euren Server reinjoinen kann. Dieser muss natürlich auch Hamachi installiert haben und die Verknüpfung auch gestartet haben. Euer Kollege geht dann auf Hamachi auf Netzwerk beitreten, was ihr gerade erstellt habt, auf Geist 118 und Geist in meinem Fall. Dann geht auf Hamachi auf den Server mit rechtsklick und kopiert die IPv4 Adresse und startet die Verknüpfung. Sobald dann dort steht, dass die Map das geladen wurde, startet Counter-Strike 2, dann schreibt Connect Leerzeichen, fügt die IP-Adresse ein, dann ein Doppelpunkt und 27015 und drückt dann auf Enter. Sobald ihr das gemacht habt, joint ihr dann euren Kumpel rein und ihr könnt dann zusammen zocken. Das war's dann auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und ich konnte euch helfen. Falls ja, lasst doch ein Like da, abonniert mich und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!